Und Transhumanisierung bedeutet ja, dass diese Todsünden derart fortgesetzt werden, dass jetzt ernsthaft daran gearbeitet wird, den Tod nicht nur in Frage zu stellen, sondern ihn abzuschaffen, jedenfalls für einen bestimmten Teil der Menschheit. Der Anspruch auf ewiges Leben, auf ewiges Glück, ja. Philosophisch wäre das mal interessant, darüber zu sprechen. Das ist ja eigentlich etwas, was überhaupt nicht möglich ist, ja. Auch Glück ist etwas, was von Endlichkeit her lebt. Aber da denken die Transhumanisten nicht so sehr daran. Nur die Transhumanisten haben im Moment den großen Vorteil, dass sie wahrscheinlich den größten Teil des Risikokapitals, das auf der Welt im Moment zur Verfügung steht, eingesammelt haben. Es geht also um Hunderte von Milliarden und damit Entwicklungen machen, die, ich glaube, in ihrer Gefährlichkeit gar nicht zu unterschätzen sind. Eine Entwicklung ist natürlich auch das, was wir KI nennen, künstliche Intelligenz. Auch hier wieder ganz klar mein sozusagen mein Disclaimer zu Beginn: Ich bin nicht gegen Entwicklung, ich bin nicht gegen Technik, ich bin nicht gegen die Digitalisierung, ich bin auch nicht gegen künstliche Intelligenz, aber ich bin gegen bestimmte Übertreibungen. Ja? Und man muss bei jeder Entwicklung fragen, wozu nutzt das? Ja? Und wenn man das jetzt zu Ende denkt, die künstliche Intelligenz, gerade in der Medizin auch, dann wird es bald eben nicht nur Pflegeroboter geben, ja, sondern vielleicht ist dann die einfachste Form der Unsterblichkeit, ich fantasiere jetzt mal ein wenig, ja, dass sie sich zur Verfügung stellen, dass man über ein Upload ja, ihres Gehirns, ihrer Gefühle, ihrer Gedanken, ja, dass man das in einem Zentralcomputer vielleicht speichert und dann einen geeigneten Roboter schöpft, dem das übertragen wird und dann leben sie wahrscheinlich wirklich ewig weiter. Das ist jetzt nur ja, ein Hirngespinst. Ja. Das ist technisch natürlich gar nicht möglich, aber an diesem Upload of the Mind, so heißt es, wird ja gearbeitet. Das ist ja kein Scherz. Und ich finde, das ist eben wirklich die Todsünde, die sehr neuen Datums noch ist. Das andere ist historisch gewachsen. Und wir merken aber auch, wie diese sieben Todsünden zusammenhängen. Die siebte Todsünde lebt ja auch wieder von der Ökonomisierung. Warum macht man das? Weil man damit so viel Geld verdienen kann. Gerade bei der künstlichen Intelligenz sehen wir das, ich meine, das wird nicht seit gestern entwickelt, aber viele meinen ja seit dem letzten Jahr, ChatGPT gibt es jetzt, ich glaube, genau ein Jahr. Wie schnell sich das entwickelt hat, wie viele nicht Milliarden, sondern Hunderte von Milliarden dort investiert werden, wie begeistert Menschen sind. Und ich habe das mal so bezeichnet in einem Vortrag, ich sehe im Moment die Mentalität, so eine Goldgräbermentalität. So wie im 19. Jahrhundert im Wilden Westen, man hat Gold entdeckt, ja, man weiß, wo es ist und alle wollen dahin, entwickelt sich diese Mentalität. Und ja, interessant ist ja, was passiert, wenn wir in so einer Goldgräbermentalität sind. Es wird keine Ethik mehr geben. Ja? So war das im Westen auch. Ja, alles ist erlaubt. Ja, die Macht des Stärkeren setzt sich, der Stärkere setzt sich durch. Und das ist etwas ganz, ganz Gefährliches. Und als letzter Gedanke dazu, auch das können wir noch mal ganz klar formulieren. Was passiert denn überhaupt, wenn wir immer mehr digitalisieren, technologisieren, ja, künstliche Intelligenz einsetzen? Was passiert dann eigentlich? Ich möchte jetzt keine Antwort, das ist eine rhetorische Frage, ja, aber ich kann Ihnen sagen, was passiert. Wenn wir immer mehr digitalisieren, dann müssen wir auch danach immer mehr digitalisieren und danach noch mehr. Das heißt, wenn man ein System, Ivan Illich nennt es die Kontraproduktivität, ja, dass irgendetwas, wenn wir es übertreiben, sozusagen ins Gegenteil umschlägt. Wenn wir alles digitalisieren, müssen wir wirklich absolut alles digitalisieren. Es darf nichts mehr sozusagen undigitalisiert bleiben. Und deshalb würde ich einfach mal empfehlen, gerade auch in unserer Community, ja,
Wir brauchen vielleicht eine richtig gute Kampagne für die Analogisierung des menschlichen Lebens. Ja? Das wäre wieder ein Zurück zum Lebendigen, ja? Ja. Zum Menschen. Das Digitale ist keine Lösung. Es ist insofern auch keine Lösung, weil wir ja jetzt schon irgendwie auch teilweise ans Ende kommen. Also weil wir die Depressionen steigen ins Unermessliche, die Menschen werden immer kranker, chronisch kranker. Das Gesundheitssystem, was Sie jetzt so schön, also das haben Sie ja super erklärt, das, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, das ist doch finanziell komplett am Ende, oder? Das ist einerseits kommerzialisiert, aber es ist doch genau wie in vielen anderen Bereichen, dass ein paar wenige Konzerne super Hypermilliarden machen und der gesamte Mittelstand, wozu ja auch viele Krankenhäuser gehören oder auch noch sind die Ärzte, die Handlanger, der verdienen noch ein bisschen, wie so die Bauern auch die Handlanger der Chemieindustrie sind. Ich komme ja so aus der Landwirtschaft, das ist ja da auch so gesehen, immer digitaler, immer größer. Die kleinen Staben weg, haben wir immer noch die gewählt, die sie eigentlich ausradiert haben. Aber irgendwie kommt doch die Menschheit immer mehr an so einen Punkt von so Sinnlosigkeit, also Unmenschlichkeit sozusagen, weil es werden Kriege geführt. Wir sehen immer mehr, entdecken wir, dass wir wie die Marionetten dann auf die eine Position oder die andere kommen. Also es ist ja auch, es scheint ja auch eine andere, wie soll ich sagen, wir scheinen ja auch zu merken, dass wir hier in eine Sackgasse geraten. Oder vielleicht ist es noch nicht früh genug, aber das ist das eine. Und das andere, also jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt, der mir eingefallen ist, ist ja, was stirbt eigentlich, wenn wir sterben? Es stirbt ja eigentlich der Verstand. Wenn wir jetzt die spirituellen, also das spirituell sehen, geht ja die Seele weiter, aber formt sich in einem neuen Ego weiter oder sie formt ein neues Ich in Form eines neuen Menschen, ob wir dann als Frau oder Mann wiedergeboren werden, ist auch noch eine energetische Frage. Ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte, oder es ist ja, wir kommen ja auch irgendwo, Sie haben es ja gut aufgezeigt, an so einen Endpunkt gerade oder mindestens sehen wir schon, dass es irgendwie so ja gar nicht weitergehen kann, weil wir uns ja gar nicht mehr wohlfühlen und immer kranker werden und es wird immer teurer und es wird immer verrückter. Ja, das sehe ich ganz genau. Und es ist ja sogar fast paradox. Auf der einen Seite gibt es unglaublich viel Geld. Es wird unglaublich viel Geld verdient, auch mit Gesundheit oder vielleicht eher auf Kosten von Gesundheit. Ja. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger öffentliche Mittel für Gesundheit, beziehungsweise die Mittel haben nicht mehr den Wert. Wir können das gar nicht mehr finanzieren, was wir brauchen im Gesundheitssystem. Und in der Hinsicht hat ja ein ganz bedeutender Gesundheitswissenschaftler, der Bernd Birkner von der Stiftung für Darmgesundheit, hat das schon im März des Jahres ganz klar gesagt. Er hat es sehr schön ausgedrückt. Wir fahren gerade mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern gegen eine Betonwand. Mhm. Das hat er, also Bernd Birkner war das im März gesagt und es spricht leider vieles dafür, dass es wirklich so ist. Das heißt, es wird, und Birkner hat das genau auch gesagt, wann dieser Crash im Gesundheitssystem kommen wird. Ach, hat er? Mhm. Auch noch in dieser Legislaturperiode, dass der irgendwann kommt, wussten wir immer. Ja, ja. Das ist jetzt auch nicht originell, ja. Aber dass er das so präzise jetzt sagt, noch in dieser Legislaturperiode und mit großer Wahrscheinlichkeit eben im letzten Quartal des nächsten Jahres, das ist nicht mehr lange hin. Wir haben jetzt schon die ersten Vorboten. Ich glaube, wir erinnern uns noch aus dem letzten Winter die Probleme mit Arzneimitteln. Viele Arzneimittel bekommen wir nicht mehr. Ja. Das heißt, mittlerweile sind, glaube ich, schon fast 80% von Arzneimitteln davon betroffen, weil die werden gar nicht in Deutschland produziert. Ja, wir sind da von China, von Indien abhängig. Und die weltpolitische Lage, okay, ich glaube, da braucht man gar nicht weiter nachzudenken. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Wir werden dann, und das sagt auch die WHO für Europa, im nächsten Jahr ein massives Problem mit Pflegekräften haben. Ja, dass wir einfach zu wenig Pflegende nicht nur im Gesundheitssystem haben, sondern auch im Bereich
der Altenpflege etc. etc. Und dass wir dann natürlich auch noch ein Problem haben werden, was die sogenannte Notfallversorgung betrifft. Das heißt, die Möglichkeiten, Schwerverletzte wirklich in einer angemessenen Zeit eben dann auch ins Krankenhaus zu bringen. Das ist jetzt schon in einigen Regionen in Deutschland sozusagen im wirklich schwierigen Bereich. Das wird sich alles weiter zuspitzen und ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, wenn wenn in der Familie jemand krank ist, man möchte ihn ins Krankenhaus bringen, dann muss man erstmal einen Tag warten. Dann gibt es vielleicht kein Bett, der wird im Korridor untergebracht, dann ist kein Arzt da. Wenn das sich weiter zuspitzt, und das wird so sein, wenn die Politik jetzt nichts macht, und ich glaube, die Politik ist ein Teil des Problems, deshalb hoffe ich, habe ich nicht die Hoffnung, dass die Politik das lösen wird, ja. Das wäre schön, aber ich glaube, wir müssen auf eine andere Lösung setzen. Das können wir zum Schluss vielleicht nochmal angehen. Ich würde sagen, es kann nur zivilgesellschaftlich gelöst werden, ja. Aber wenn die Politik das jetzt nicht löst, wird es eben nicht nur im Gesundheitswesen zu diesen Problemen kommen, sondern es wird gesellschaftlich auch etwas geben, wo ja, Gesellschaft noch mehr gespalten wird, weil noch mehr wahrscheinlich Geld dann eine Rolle spielt, ob man ausreichend behandelt wird oder nicht. Also da möchte ich gar nicht im Moment dran denken, was da alles auf uns zukommt. Aber Sie hatten den anderen Punkt ja noch genannt mit der Einstellung zum Tod und was danach ist. Ich finde die Tatsache, dass die Transhumanisten so sehr gegen den Tod sind, ja, und ihn abschaffen wollen, hat etwas damit zu tun, dass wenn wir den Tod nicht so sehr fürchten und ihn da als etwas Sinnvolles in spiritueller Hinsicht ja in unser Leben integrieren, das ist subversiv. Warum? Weil es an dieser Kommerzialisierung sozusagen völlig vorbeigeht. Stellen Sie sich doch mal vor, auf der Vorstandsetage von multinationalen Konzernen, meinetwegen wie Apple, Google, ja, wo es um Milliarden geht, ja. Da würden die Manager jetzt plötzlich ins Grübeln kommen und nachdenken, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Wenn das Leben begrenzt ist, ja, muss das Leben hier ja einen Sinn haben. Ja. Das würde die wahrscheinlich enorm irritieren und auch davon abhalten, das zu machen, was eigentlich ihre Aufgabe ist, eben den Profit noch weiter zu vermehren. Und darum sind diese spirituellen Fragestellungen irgendwo auch immer eine Frage an dieses System von Profit, Technisierung, Medikalisierung, Entkulturalisierung, ja, Maschinenmodell und eben wissenschaftlicher Reduktionismus. Das darf man nicht unterschätzen, ja. Und darum verstehe ich durchaus diese transhumanen Tendenzen, ja, dass man einfach sagt, damit machen wir ein für alle Mal Schluss. Ja. Das wird es nicht mehr gehen. Obwohl Transhumanisten ja auch schon diskutieren, wer kann sich das dann überhaupt leisten, diesen, ja, sozusagen das Leben ohne Ende. Ja. Ich würde noch eine andere Frage stellen. Wer möchte das letztendlich dann? Ja. Ja. Ich glaube, 200 Jahre würden es wahrscheinlich alle irgendwie aushalten. Ja. Vielleicht sogar 300 Jahre. Mhm. Aber stellen Sie sich vor, Sie leben jetzt 30.000 Jahre. Ja. Mhm. 50.000 Jahre. Ja. Das ist irgendwo einfach noch nicht zu Ende gedacht. Und es hat aber damit zu tun, nach diesem immer mehr, immer schneller, nach dieser Raff-Mentalität, nach dieser Gier. Ich glaube, damit, wenn Menschen diesem Weg folgen, tun wir alles dafür, um wirklich mit einer Stunde, mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern gegen eine Betonwand zu fahren. Und das wird teuer. Ich meine, ja. Momentan ist ja das, ist ja die Gesellschaft, also das, was Sie beschreiben oder was wir sehen, das, ich sehe es im Gesundheitssystem genauso, wie ich es damals, wie ich es auch jetzt in anderen Bereichen sehe, jetzt in der Landwirtschaft, das hatte ich ja schon an, da wurden auch die Böden immer mehr, werden auch immer mehr ausgenutzt und es wird immer größer, es wird gar nicht mehr auf das Leben, auf das Mikrobiom der Erde sozusagen
das interessiert keinen, es wird einfach Masse produziert und die kleinen Mittelständler, die wurden einfach wegrationalisiert. Es wird immer größer und man könnte theoretisch, wenn man dann die Tiere noch abschafft, könnte man das auch alles digital machen. Dann bräuchte man auch keine Bauern mehr, ja? Und man bräuchte auch keine Ärzte mehr, weil dann gibt es ja irgendwie Pillen aus dem Automaten. Ja, so, das ist ja, wenn man das jetzt so weiterdenkt, diesen Gedanken, am Anfang war es eine Erleichterung, man hatte nicht mehr dieses harte Leben und dann hat sich das aber so verselbstständigt, dass es so an den Menschen vorbeigeht und die werden ja auch alle krank. Also es werden, ist diese, das ist ja so der Side-Effekt, den wir jetzt ja auch haben oder das Dilemma, ne, dieses Paradies, was wir uns oder was sich wir uns als Menschen dachten, dass wir das kriegen durch die Entwicklung, führt ja jetzt eigentlich dadurch, dass wir unachtsam mit uns als Mensch umgehen oder mit der Erde, eher auch dann zu, ja, zu Krankheiten und zu Umweltkatastrophen. Und das hört ja gar nicht auf. Es wird ja immer weiter. Ne? Geht ja immer weiter gerade. Ja, das heißt, wir tun alles, um uns selbst in Frage zu stellen oder uns letztendlich selbst abzuschaffen. Wobei, das sage ich jetzt nicht sarkastisch, sondern das könnte ja auch eine Lösung sein. Ich finde es nicht eine erstrebenswerte Lösung, aber wenn wir jetzt wirklich im großen Maßstab der Natur auch denken, dann ist es in natürlichen Entwicklungen immer so, ja, dass wenn etwas eben übertrieben wird, wenn etwas sozusagen zu einseitig sich entwickelt, dann gibt es eben eine Art Kollaps. Und nach dem Kollaps aus der Asche entsteht etwas Neues, ja. Das heißt, wir kommen jetzt wieder, wie Sie sagten, Herr Bernd Birkner, war das? Oder Ja, Birkner? der Bernd Birkner, ja, Professor Birkner von der Stiftung für Darmgesundheit. Okay. Und der hat das, habe ich jetzt den Namen verwechselt, oder hat der das schon vorausgesagt mit dem Gesundheitssystem, dass das Mit dem Crash, ja, also mit dass wir dem mit Crash, 300 genau. Kilometer gegen eine Betonwand rasen. Dass wir gegen diese Betonwand rasen. Ich meine, es ist ja schon auch zu sehen, und was passiert aber dann? Wir haben ja auch gleichzeitig Menschen, die sind mittlerweile abhängig von diesen ganzen Mitteln. Das heißt, wenn jetzt das aus Indien oder China nicht mehr kommt, weil die BRICS-Staaten sich denken, ach, jetzt verbinden wir uns mal mit den Russen, weil das mit den Amerikanern war uns jetzt so invasiv oder so, oder ne, die zanken sich ja gerne mal alle. Und das heißt, dann haben wir auf einmal keine Medikamente mehr. Eigentlich wäre es ja super, wenn wir alle sowieso ohne diese Medikamente auskommen könnten. Aber jetzt sind die Menschen ja in so einer, es ist ja, die sind ja wie auf Heroin dann eigentlich. Wir sind ja auf diese Medikamente angewiesen. Man kann ja den Menschen nicht so von heute auf morgen sagen, so, das Mittel darfst du jetzt, gibt's nicht mehr, kannst nicht mehr nehmen. Das könnte für die Betroffenen schlecht ausgehen, ja, und Ja. eben ein Teil dieses Szenariums, dass da etwas zusammenbricht. Natürlich Ja. mit allen negativen Folgen auch. Das wollen wir natürlich nicht, ja. Nur dieses Szenario zeigt aber vielleicht auf der anderen Seite auch, wo die Lösung liegt. Und die Lösung liegt meiner Meinung nach wirklich in der Zivilgesellschaft, ja. Das heißt, das, was wir selbst machen als betroffene Menschen, regional, kommunal, lokal, ähnlich wie das ja mit dem, was man Umweltschutz nennt. Ich spreche ungern von Umwelt, ich spreche systemisch betrachtet von Mitwelt, ja, Ach, weil wie wir schön. sind Ja, sehr ja schöner nicht der Name. Mittelpunkt, das ist alles um uns herum, sondern wir sind ein Teil des Ganzen, ja. Ja. Mitwelt. Aber als eben in den 70er Jahren dieser Gedanke Umweltverschmutzung und Verantwortung für die Umwelt entstand, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals schon in einem Alter, wo ich das reflektieren konnte. Das war in der Politik, wurde darüber eher gelacht. Ja? Das wurde nicht ernst genommen, ja? Von den wenigsten. Ja? Es waren zivilgesellschaftliche Initiativen, die das dann in ihre Hand genommen haben. Und heute ist das eben, wenn ich das so in der Politik sehe, gibt es hier niemanden mehr, der da sagen würde, das sind keine wichtigen Ziele. Ja. Es wird ein bisschen einseitig auf das Klima bezogen. Es gibt andere Probleme mit unserer Mitwelt, ja, wo wir Menschen gemacht durch ja auch eine Art Sündenfall sehr viel zerstören und uns damit selbst gefährden.
Das muss man, glaube ich, alles zusammen betrachten. Und da habe ich aber auch die Hoffnung, dass aus so einer zivilgesellschaftlichen Initiative, ich nenne diese Initiative eine konzertierte Aktion Gesundheit, eine konzertierte Aktion Gesundheit, sozusagen alle zusammen, ohne dass wir darauf Acht geben, ob die Politik da mitmacht oder nicht. Ja, wir können nicht so lange warten. Ja, und das bedeutet, dass wir auch auf lokaler, auf kommunaler Ebene Lösungen entwickeln, wo wir jetzt schon überlegen, was machen wir im Fall des Falles, ja, wenn eine Klinik geschlossen wird, ja. Es gibt ja so etwas wie Barfußmedizin. Weiß, ob Sie den Begriff kennen, ja. Ich finde, das ist ein sehr schöner Begriff. Was machen wir? Ich habe dazu mal etwas geschrieben, einfach so in der Fantasie mir überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir eine Woche Stromausfall haben, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Ich glaube, vor 5 Jahren hätte jeder noch gesagt, ich habe das vor 5 Jahren zum ersten Mal vorgestellt, der spinnt, ja, gibt es ja gar nicht, kann es gar nicht geben, ja. Ich glaube, heute wissen wir alle, dass es das geben kann, ja, und das kann heute passieren, es kann morgen passieren, wir wissen nicht wann, ja. Aber was passiert dann im Gesundheitswesen? Schon nach einer Woche ist das schwer, ja. Strom ist ja nicht nur Strom, ja, also Licht ist sehr schwer, Operationen können vielleicht nicht stattfinden. Wir haben dann Probleme mit den Kommunikationssystemen, weil die brauchen ja auch Strom, ja. Wir haben Probleme mit dem Wasser. Wasser bekommen wir nicht ohne Strom, ja, das hängt alles miteinander zusammen. Also wir haben dann schon recht große Probleme. Und diese Probleme kann man dann auch nicht mehr, glaube ich, auf nationalstaatlicher Ebene lösen, sondern da müssen die betroffenen Dörfer, Kommunen, Gemeinschaften ran, die sich dann organisieren. Und wie organisieren sie sich? Ich habe da ein positives Menschenbild, nicht indem sie sich totschlagen und der eine dem anderen alles wegnimmt, sondern indem sie sich verbünden, miteinander verbinden und eben im Sinne der Cura füreinander sorgen. Ich bin sicher, Schön. dass da viele auch gute Lösungen entstehen werden, die wir auch brauchen. Aber ich appelliere auch, dass wir das nicht drauf ankommen lassen sollten, sondern versuchen sollten, natürlich diesen Prozess, den man noch stoppen kann, zu stoppen. Auf der anderen Seite uns aber auch darauf vorzubereiten und ein bisschen uns schon vielleicht in Barfußmedizin üben. Ich fände das ganz toll, wenn zum Beispiel an Schulen schon auch Kindern und Jugendlichen vermittelt wird, was man selber für die Gesundheit tun kann, ja. Wie bekomme ich zum Beispiel ja, Frieden in mir selbst? Ja? Wie kann ich psychisch gesund leben? Wie kann ich aber auch im Fall des Falles vielleicht Kräuter in der Natur nutzen? Die wachsen ja trotzdem, glücklicherweise. Ja, die Natur ist da. Und mir dann vielleicht selbst Medikamente herstellen. Wie kann ich eben durch kulturelle Aktivitäten, durch Singen, Singen ist enorm wichtig für die Immunabwehr, ja, durch Singen, durch gemeinsames Musizieren, wie kann ich da Gemeinschaft aufrechterhalten und gleichzeitig etwas für meine Gesundheit tun? Und letztendlich und in einer spirituellen Community sollte man auch das nicht vernachlässigen. Letztendlich ist es ja auch wichtig, dass wir an Leid und Tod nicht vorbeigehen, sondern eben auch dazu stehen. Es wird Leid und es wird auch weiterhin den Tod geben. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und vielleicht ist es unsere Aufgabe, das nicht irgendwo zu verdrängen und so zu tun, als ob es das nicht gäbe oder technisch daran zu arbeiten, dass es irgendwann mal verschwindet, sondern es ist vielleicht besser, dass wir uns dem stellen und durch ein gutes Leben, ja, und durch eine gute und passende innere Einstellung dieses Leid dann auch bewältigen können. Ein Leben ohne Leid, das hat auch Ivan Illich so wunderschön gesagt, ist nicht möglich, ja. Und es gibt aber ganz viele Möglichkeiten, mit diesem Leid irgendwie zurechtzukommen, ja. Trotz Leid auch ein gutes Leben zu führen. Und das ist für mich eben auch Aufgabe einer Heilkunst, die eigentlich bis zum Sterben dann geht, ja. Wenn es mir gelingt, auch im Tod irgendwo noch ganz zu bleiben oder in diesem Prozess des Sterbens,
dann bin ich vielleicht sogar in dieser schwierigen Phase, wo mein Leben zu Ende geht, gesünder als jemand, der mitten im Leben steht, über alle seine Energien und Kräfte verfügt, aber außerhalb jeder Spiritualität lebt. Ja, das ist sehr berührend, was Sie sagen, weil es erinnert mich an das, was vor einem Jahr geschah, als ich meine, wir als Familie meine Mutter in den Tod begleiteten und dabei sangen. Und zwar haben wir immer gesungen, Kein schöner Land, weil sie das so liebte, das Lied. Und es war eine Erfahrung, da kommt es mir schon auch wieder Tränen in die Äuglein, weil es war so eine heilende Energie und ich bin immer noch so dankbar für meine Mutter, dass sie uns diesen Raum mit uns geteilt hat. Und ich finde, mir hat es so auch die Angst vor dem Sterben genommen, weil wir als Familie es uns auch sehr verbunden hat und weil wir es halt genau nicht machen wollten, wie der Tod ist was Schreckliches und es ist weg und so, sondern eher nein, wir lassen es halten, es willkommen und laden es ein. Und begleiten dabei und sind dabei. Und das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, das als Familie teilen zu dürfen mit ihr, die sich natürlich dann auch da hingegeben hat. Und ja, das passt eigentlich zu dem, was Sie sagen. Das ist Heilung. Das ist sehr, sehr herzöffnend und dieses füreinander Dasein, ich denke, da ist Kura in ihrer ganzen Gestalt dabei gewesen, ja, oder wie wir es auch nennen, Gott, oder also diese Heilenergie und Heilkraft, die man dann spüren konnte. Und es war interessant, es war wie eine Geburt. Es war Interessant. von der Kraft wie eine Geburt, ich sagte dann, oh, mir ist so, als in der Zeit, als mein Sohn geboren wurde oder meine Tochter, habe ich zu den meinen Kindern gesagt, wisst ihr, das war schon mal, ich kenn dieses Gefühl, zusammen zu sein. Ich kenne das, diesen Raum des Kommens und Gehens und der öffnet sich ja im Tod. Und darum ist es so, wenn wir uns damit anfreunden, dann können wir uns mit Liebe anfreunden und auch und ja und in Präsenz und Achtsamkeit gehen. Und ja. Ja, ich finde das sehr schön, was Sie gerade gesagt haben. Wir würden das eben Kulturheilkunde nennen. Ah, Jetzt ein schön. Beispiel für Kulturheilkunde. Wir wissen ja Ja. auch, was Naturheilkunde ist. Ja? Wir wissen, wir können aus der Natur Pflanzen für Heilzwecke nutzen. Wir können das Wasser nutzen, die Hydrotherapie, Lichttherapie. Die Natur gibt uns ja eigentlich alles, was wir für die Heilung brauchen. Aber der Mensch, und das wissen wir ja auch alle, der ist ja nicht nur ein Naturwesen, sondern jeder Mensch hat eine zweite Natur und das ist seine Kultur, die er sich erworben hat. Natürlich über lange Zeiträume. Und Kultur ist eigentlich immer so eine Kultur des Miteinanders. Es gibt nicht eine sozusagen Kultur, die nur ein einziger Mensch hat. Kultur ist etwas Gemeinsames. Es ist das gemeinsame Singen, das gemeinsam sich von den Toten zu verabschieden. Und in dem Sinne gibt eben die Kultur uns auch ganz viele Möglichkeiten, auch Ausdrucksmöglichkeiten über die Musik, über die Kunst, mit Leid, mit Tod besser fertig zu werden. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eben die Naturheilkunde auch durch eine Kulturheilkunde ergänzen. Und Naturheilkunde kümmert sich dann zum Beispiel nicht nur um Konzepte wie Achtsamkeit, das ist ja auch etwas Kulturelles, oder wie sollte ein gutes Leben aussehen, ja, was kann ich dafür tun, sondern Kultur bedeutet dann auch wiederum das Äußere und das Äußere wären zum Beispiel Räume. Wie kann ich Räume gestalten, zum Beispiel in einer Klinik oder in einer Praxis, so dass aus der Raumenergie heraus auch Heilimpulse entstehen. Das könnte in Apotheken schon so sein. Und überhaupt für die Begegnungsmöglichkeiten der Menschen könnte kulturell sehr viel getan werden. Interessanterweise hat sogar die WHO das 2019, also vor Corona war das noch, erkannt und hat eine Studie vorgestellt, die über 1000 Einzelstudien ausgewertet hat, die alle zeigen, wie wichtig kulturelle Aktivität ist
Jetzt müssen wir uns wieder überlegen, gerade in Corona-Zeiten war das ja gar nicht möglich, ja. Nee. Ja. Wie wichtig kulturelle Aktivität ist und was wir machen können, wenn, wie zum Beispiel in Finnland 2011, eine ganze Stadt eine Aktion gemacht hat, die hieß Kultur auf Rezept. Ärzte haben insbesondere Kinder und Jugendlichen ein Rezept geschrieben und da war dann ein Ticket für einen Theaterbesuch, für einen Konzertbesuch, für viele andere kulturelle Aktivitäten. Man hat das auch dann über ein Jahr verfolgt. Und es ist in der Tat so, dass diese kleinen Impulse, ähnlich vielleicht wie in der Homöopathie, da geht es auch um kleine Impulse, Kleine Impulse, wenn ich ja, das genau. richtig verstehe, ja, dass diese kleinen Impulse doch wesentlich dazu beigetragen haben, dass es diesen Kindern und Jugendlichen besser ging und dass sie nicht nur jetzt in gesundheitlicher Hinsicht davon profitiert haben, sondern dass sie irgendwo es auch besser verstanden haben, sich einen Platz in diesem Leben ja, für sich zu sehen, ja, für sich da etwas zu entwickeln. Und darum ist Kultur ein ganz, ganz wichtiger Heilfaktor. Kultur übrigens gibt es ja auch nicht als Fast Culture, ja, so wie Fast Food. Ich sage das immer ganz gerne, weil für viele ist das ja sehr abstrakt mit der Kultur. Aber könnten Sie sich vorstellen, Sie gehen in ein Theater oder in ein Konzert und sagen, ich habe heute wenig Zeit, macht bitte alles ein bisschen schneller in 10 Minuten. Ja? Geht. Ja. Ähnlich. So. Und deshalb ist Kultur wahrscheinlich der einzige Faktor in unserem Leben, wenn wir sie richtig verstehen, ja, der zur Entschleunigung beiträgt. Und ein anderer Aspekt der Kultur ist vielleicht auch noch der, dass Kultur immer mit Muße zusammenhängt. Also mit Muße in dem Sinne, dass ich kann nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Ja? Entweder bin ich in der Zeit, wo ich dann kulturelle Aktivitäten entweder selber betreibe oder genieße oder nicht. Ja? Das heißt, Kultur in Eile geht nicht. Ich muss mir Zeit im wahrsten Sinne des Wortes nehmen. Und letztendlich ist kultureller Genuss, kulturelle Aktivität meistens immer nur gemeinsam möglich. Und Gemeinsamkeit ist eben auch etwas Wichtiges. Und ich bin übrigens auch der Meinung, obwohl es im Moment anders dargestellt wird, so als ob die künstliche Intelligenz jetzt auch unsere Kultur ersetzen kann, weil sie auch komponieren kann, ähnlich gut wie Mozart oder Gedichte schreiben kann wie Rilke. Ich finde, das ist beleidigend, so etwas zu behaupten. Jeder, der sich mit Sprache beschäftigt, der sich mit Musik beschäftigt, wird schnell zu dem Schluss kommen, dass künstliche Intelligenz zwar sehr viel kann, über das ich auch staune, aber künstliche Intelligenz ist immer digital. Wir sind analoge Wesen und bei analogen Wesen gibt es eben ganz viele Faktoren, die für den Ausdruck sprachlich, aber auch künstlerisch eine Rolle spielen. Das heißt, wir können auch mit Wahrheit arbeiten, ganz bewusst mit Wahrheit in einer sprachlichen Aussage. Wir können mit Pausen arbeiten, was ich immer ganz besonders finde, ja, sozusagen auch mal in einer Kommunikation, eine Schweigephase. Wir können das hier jetzt online eigentlich gar nicht machen, weil das wäre wieder für diejenigen, die zuhören, merkwürdig. Aber wenn wir uns jetzt wirklich gegenüber säßen, ja, das ist doch eine wunderschöne gemeinsame Erfahrung, dass wir uns eine Frage stellen und schweigend über diese Frage vielleicht 3, 4 oder 5 Minuten nachdenken, ehe einer von uns etwas sagt, ja. Oder wo wir vielleicht nur sagen, oder wie Sie es gerade machen, ja, über die Mimik etwas ausdrückt. Und deshalb, um es jetzt kurz zu sagen, bin ich auch voller Hoffnung, ja, dass die künstliche Intelligenz uns nicht ganz vertreiben wird. Ja, es gibt viele Dinge, die werden nur Menschen oder Lebewesen können. Die kann die künstliche Intelligenz nicht. Und vielleicht wären wir gut beraten, wenn wir auch so klug sind, dass wir sagen, wir lassen künstliche Intelligenz das machen, wo sie gut ist, ja.
wo sie uns ersetzen kann, weil wir dann vielleicht für andere Dinge Zeit haben und bessere Möglichkeiten haben. Aber das ist wiederum in der Gegenwart das Problem. Ich komme zu den Todsünden zurück. Im Moment entscheidet nur das Geld, die Profitgier, ob bestimmte Dinge entwickelt werden oder nicht. Und das ist das Problem. Hier müssen wir etwas ändern. Und ich glaube, wir können auch etwas ändern. Über Zivilgesellschaft, über so etwas wie eine konzertierte Aktion, über Gespräche, wie wir sie führen. Und vor allem nicht mit Angst. Ich möchte niemandem Angst machen, auch diese Szenarien von dem Crash, ja. Sie sollen vielleicht eher dazu dienen, dass man versteht, das kann dahin gehen, aber wir können, jedes Auto hat auch eine Bremse, auch bei 300 Stundenkilometern kann ich noch auf die Bremse oder schlimmstenfalls springe ich raus, mit ein paar, ja, Kollateralschäden vielleicht, aber auch das könnte gelingen. Das heißt, wir haben Möglichkeiten. Und ich glaube, wir haben als Menschen auch die Pflicht, diese Möglichkeiten unbedingt zu nutzen und nicht in so eine Stimmung zu gehen, die dann ja zum Ausdruck bringt, man kann sowieso nichts mehr machen, es ist alles zu spät, es ist schon längst abgefahren. Das ist eigentlich Selbstverleugnung und es ist so etwas wie ja, Suizid. Ja, und ich denke, wir sind eher an so einem Punkt, wenn es der nächsten, also es stirbt was, was auch sterben muss vielleicht, weil wir als Menschen schon auch also wenn ich jetzt zurückschaue, schon auch nicht immer so liebevoll miteinander umgegangen sind. Und vielleicht stirbt da, was auch sterben muss, und vielleicht können wir jetzt einfach auf eine neue Stufe kommen. Der Bewusstheit der Liebe und genauso auch mit der KI. Vielleicht hilft sie uns, die Dinge nicht zu machen, weil wir es leisten müssen, sondern vielleicht macht ja auch die Kultur Freude. Und da kommen wir zur Freude und zur Kreativität. Und die KI kann vielleicht Dinge gut komponieren, aber wenn ich komponiere, ist das Komponieren das, was mich erfüllt. Wenn ich male, ist das Malen. Vielleicht kann die KI 1000 Bilder malen, aber darum geht es ja dann auch nicht, was zu leisten, sondern eher diesen schöpferischen menschlichen Ausdruck zu leben und für uns selbst zu leben, für uns Menschen das Leben einfach zu erfüllen und zu erleben. Ja, das glaube ich auch. Und deshalb, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich der KI meine Steuererklärung anvertraue. Ja, das kann die KI mir gerne abnehmen. Ich hoffe, dass sie es gut kann, besser als ich. Aber ich würde mir ungern von der KI meine Lebensplanung wegnehmen lassen. Das, was vielleicht im nächsten Jahr für mich wichtig ist, welche Menschen ich treffen möchte, wo ich vielleicht sein möchte, mit welchen Menschen ich bestimmte Dinge gemeinsam machen möchte, in welche Konzerte ich gehen möchte. Das ist etwas, was ich tun möchte. Wow, sehr schön. Jetzt haben wir einen richtigen Bogen ja, haben einen Bogen gezogen, sind da lang gegangen, wo Sackgassen sind, haben auch Mauern gesehen, auf die wir vielleicht zurasen können, vielleicht aber auch drum rumfahren oder wer weiß, was rausspringen, mal sehen, was passiert. Aber es gibt ja auch Mut auszusteigen. Und ich denke, gerade wenn diese Krise kommen sollte, die haben wir ja auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja auch in der Wirtschaft, ist ja, dass die sind ja alle Staaten verschuldet. Nicht nur das Gesundheitssystem ist am Ende, was das jetzt betrifft. Und das kann das Umdenken jetzt vielleicht auch beschleunigen, ne? Ja. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses schöne Gespräch. Und sehr viel Input, und ich kann jedem empfehlen, das Buch zu kaufen von Ihnen. Ich bin ganz neugierig. Ich finde Ja, es. das Buch vielleicht noch dazu habe ich ja Ja. nicht alleine geschrieben, ja, sondern zusammen mit einer Kulturwissenschaftlerin, mit Elisabeth Grunwald, mit der ich Ja. das erste Buch über Placebo und Nocebo Effekte geschrieben habe und zusammen mit meiner Frau Marlene Schröder eine allgemeine
Medizinerin und einer ja, Ärztin, die eben über das Medizinische weit hinausgeht und den ganzen Menschen sieht. Ja, und in diesem Sinne möchte ich auch nochmal jeden ermutigen, wieder das zu tun, Menschen zu treffen, sich zu treffen, das, was Sie gesagt haben, aktiv anzuwenden. Weil ich merke immer, wenn Menschen sich treffen, in Dörfern, in Städten, wenn sie zusammen sind, da kann so viel Schönes, Kreatives entstehen. Und vielleicht da auch den Fokus drauf zu setzen. Und ich denke, dass da ein Paradigmenwechsel in jedem Fall ansteht. Und vielleicht ist er gar nicht so schlimm, wie wir es manchmal befürchten. Vielleicht ist es sogar was ganz Positives, was jetzt passieren kann. Ich bin sicher, dass das so Ja. ist. Gut, vielen, vielen Dank. Danke auch.